Kasparone treibt es mir denn doch zu Bund. Der verdammte Kasparone bringt mich höllisch auf den Mund. Die Handlung ist in Sizilien verortet, also ursprünglich mal in Siracusa, in unserer Fassung in Trapani. Und dieses Sizilien steht natürlich für die Hitze, für die Leidenschaft, für eine wilde und aufbrausende Sexualität, wie sie vielleicht hier vor und innerhalb der Tore Wiens nicht unbedingt zu finden ist. Und dann geht es im Stück auch um Amtsmissbrauch, Korruption, sehr viel Geld. Und wie schon beim titelgebenden Banditen Gasparone klar ist, geht es um Kriminelle. Die Bearbeitung, die wir spielen, stammt ja aus den 20er, 30er Jahren. In den Tanznummern fühlt man sich auch an Kallmann erinnert. Ansonsten ist es ein eher romantischer Veränderungsstil. Also da ist eben eine ganze Epoche an Komponisten dazwischen gewesen, zwischen dem verstorbenen Müllecker und dem Zeitpunkt der Bearbeitung. Und eigentlich ist alles das, was dazugekommen ist, ein reichhaltiger Streichersound, aber auch skurrilere Klangeffekte, gestopfte Blechbläser etc. Das ist alles reichhaltig vorhanden in der Bearbeitung und eben ganz und gar verschieden zu dem Original bei Müllecker. Ich kontrolliere mich. Ich verstehe nicht immer wieder diese Diskussionen. Einmal einfach. Scherzhaft sage ich, in der Oper ist zur Vertiefung des Kunstgenusses durchaus ein kleines Schläfchen da und dort möglich. Und es passiert zumindest an den Opernhäusern dieser Welt. In der Operette ist es absolut nicht vorgesehen. Und es geht eigentlich darum, den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Sekunde immer wieder zu überraschen, Kapriolen zu schlagen, szenische Pointen auf den Punkt zu bringen und einfach zu unterhalten. Darf ich Ihnen irgendwas bringen? Ein Glas Champagner vielleicht? Geht aufs Haus. Man bringe den Spritzwein. Natürlich sind alle Operetten immer anspielungsreich in Bezug auf ihre eigene Epoche gewesen. Und die alten, übernommenen Gags erzählen sich für uns heute in vielen Fällen alleine deswegen nicht, weil wir die Bezugnahme nicht mehr verstehen. Insofern ist es natürlich notwendig und richtig und ganz im Sinne der Erfinder, wenn an der Stelle neue aktuelle Bezüge erzeugt werden, in der Hoffnung, dass wir auf die Art und Weise eine ähnliche groteske Komik oder einen ähnlichen parodistischen Zusammenhang herstellen können, den es eben seinerzeit auch schon gab. Ach, eine Schulter und weiß nicht mehr wo aus und aus. Einen träum ich mich mit mich mit ein und küss mein Schmerz im Eckelein. Das kostet Geld, die Schulden wachsen an den Auslag aus. Habe ich eine Lieblingsszene oder einen musikalischen Lieblingsmoment in dieser Operette? Nein, ich liebe wirklich jeden Moment davon und von der Fassung, wie wir sie aufführen, möchte ich kein Stückchen rausschneiden oder missen. Also ich liebe das wirklich alles.